Arabische Gewürze und französische Raffinesse. Das ist die Küche Marokkos. Am beliebtesten sind Couscous und Eintöpfe aus dem Tajin-Topf. Und genau die beiden bringe ich jetzt zusammen. Lammeintopf mit Safran-Couscous. So, starten tue ich, indem dass ich mir mein Lamm-Ragout oder Lamm-Gulasch, wie auch immer Sie das wollen, ansetze. Ich habe hier Lammschulter in Würfel geschnitten, sauber, ein bisschen entzehen, damit das Fleisch nicht so zusammenzieht. Dann ein bisschen Röstgemüse hergekriegt. Jetzt nehmen wir ein ganz kleines bisschen Öl rein, nicht viel, so ein bisschen, damit sie das, naja, ein Tropfen darf ich schon nicht. Ich mag ja, wenn ich gern Öl erhitzt, da zwei Stunden kochen lassen, weil dieses Öl ist eigentlich das schädlichste, das heiße für Ihren Körper. Aber das haben wir ja schon 100-mal erzählt. Und trotzdem, ein wenig geht, aber zu viel, wie in allem. Die Dosis macht das Gift. Jetzt oder? Den Topf nicht zu heiß machen. Ich lasse auch das Gemüse nicht Farbe nehmen, sondern ich lasse einfach nur laufen, bis der Zwiebel ein bisschen zu schwitzen beginnt. Das ist aber ein Zeichen, dass er sagt, so, und jetzt bringen wir was anderes, weil sonst wäre ich leider braun. Und Zwiebel gibt natürlich Geschmack richtig ab. Und wir wollen ja den, sagen wir mal, als charmanten Begleiter für unser Lamm. Tajin. Tajin, warum Tajin? Schauen Sie her, da ist die Tajin. Und früher war es ja wirklich so, die Leute, auch die Beduinen, da hat sich jeder selber seine Tajin geformt aus Lehm. Dann hat man ja eine Feuerstelle gehabt, man hat einen Topf gehabt und da hat man es drauf da. Und ja gut, und dann hat man halt gekocht. Und da oben hat man da ein bisschen Wasser reingegeben. Und dann ist der Dampf dann aufgestiegen, dann ist er wieder runtergefallen. Und das oben hat es so ein bisschen gekühlt. Da auf der Seite ist einer so ein kleines Lächel, schauen Sie her. Und dann hat man halt da langsam diese Tajin, so zwei Stunden lang hat es locker oder drei Stunden gebraucht, bis es fertig geworden ist. Das gefällt mir jetzt ganz gut. Jetzt nehmen wir Tomatenmark rein. Auch das lassen wir leicht anschwitzen. Schauen Sie her, da sehen Sie jetzt schon, dass ich das am Topfboden festlegen möchte. Und da jetzt das Gemüse schon ein bisschen Flüssigkeit lässt, brennt man das auch da nicht an. Jetzt kann man ein bisschen weiter raufgehen. Früher habe ich das Fleisch auch angebraten. Jetzt bin ich draufgekommen, wenn ich das einfach hier reingleiten lasse, dass man so am besten das Fleisch am weichsten bringt. Und das ist ja letztendlich wichtig, denn das Gewürz macht zum Schluss die Persönlichkeit von dem Gericht. Jetzt gieße ich das an, nicht mit einem Lammfond, weil das ist ja genau das, was mir jetzt nicht so mengt, dass man sagt, da schon wieder, das bockelt so. Heute bockelt gar nichts mehr, weil heute werden diese Lämmer ja gezüchtet, dass man sagt, und jetzt löst sich das Fett auch noch beim Braten auf. Und früher hat man es halt so lang am Leben lassen, bis sie keine Wolle mehr gehabt haben. Und dann war das Fleisch natürlich so intensiv auch mit Fett, sagen wir mal, marmoriert, dass dieses Fett dann diesen ekelhaften Geschmack hat. Das hat man heute nicht mehr. Und es ist jetzt nicht jeder ein Lamm-Fan, das stimmt. Aber wenn Sie diesen Lamm-Eintopf machen, werden Sie zum Lamm-Fan. Das verspreche ich Ihnen. Und jetzt haben Sie natürlich zwei Möglichkeiten. Gell? Drei. Entweder Sie tun Ihren Deckel drauf, das können Sie machen. Oder Sie tun den Tajin-Deckel drauf, können Sie auch machen. Müssen Sie oben ein bisschen Wasser rein tun, gell? Und lassen Sie es vor sich hin simmern. Oder Sie nehmen die Schubi-Methode. Das ist hier Backpapier drauflegen. Hat den Vorteil, dass nichts am Geschmack rausgeht. Und das lasse ich jetzt zwei Stunden vor sich hin simmern. Und du kommst wieder aufs Deppferl drauf, gell? Dass du nicht beleidigt bist. Unseren Lamm-Eintopf habe ich ausgestochen und ganz leicht abgebunden. Aber bis dato habe ich ja noch kein Gewürz drin. Und jetzt hat er gebe ich Ras el Hanout rein, das sind alle Gewürze. Man sagt, bei Ras el Hanout nennt man auch den Besitzer des Landes, denn wer über 20 verschiedene Gewürze hat, und die kehren beim Ras el Hanout rein, den hat man gesagt, der ist unfassbar reich. Ja? Das gebe ich jetzt ein bisschen drunter dann, aber ein bisschen Knoblauch gehört dazu. Lamm ohne Knoblauch geht gar nicht. Das gebe ich jetzt gerieben rein. Also jetzt zirkt er noch ein bisschen. Ja, das mag er. Und an Ingwer gebe ich auch rein. Weil der hält ihn ein bisschen zurück, weil der darf jetzt davor galoppieren geschmacklich. Und das werden wir ihm gar nicht erlauben. Und jetzt verrühren wir es. Ganz leicht unterheben. Man sieht, da geht es mit der Temperatur ein bisschen zurück. Ja. Also wie gesagt, ganz leicht mit Stärke habe ich es abgebunden. Das sieht man, die Soße glänzt auch schön.
Und jetzt haben diese Gewürze ja gut ein paar Minuten noch Zeit, sich richtig zu entfalten. Die sind ja pulverisiert. Deswegen kann ich es zum Schluss noch geben. Gut, jetzt backen wir es mit unserem Couscous. Also, hier habe ich den Couscous. Hartweizengrieß ist das. Jetzt gebe ich ein bisschen Olivenöl drauf und verreibe das ein bisschen mit der Hand, damit die Kernl alle das Olivenöl ein bisschen kriegen. Dann kleben die später nicht so zusammen. Dann haben sie rollende Ware, rollenden schönen Couscous. Das lasse ich jetzt so. Jetzt, da habe ich mir schon den Safran eingelegt. Der mal rein. Und hier habe ich meine Geflügelbrühe. Die tun wir jetzt drüber. Dann rühren wir das einmal um. Einmal richtig durchrühren. Ganz wichtig ist, dass die Brühe heiß ist und der Couscous saugt jetzt praktisch diese Brühe auf. Jetzt gebe ich da ein Tuchel drüber und jetzt kommt der richtig schön anziehen. Da hat er ein paar Minuten. Und in der Zwischenzeit brate ich mir den Fenchel an. Apropos Fenchel, Sie alle kennen ja den Marathonlauf. Ob Sie ihn jetzt schon mal gemacht haben oder nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Also ich habe ihn sicher noch nicht gemacht. Ja, mir darf es bei 10 Kilometern schon die Kniescheiben raushauen. Aber es gibt ja ein paar, die schaffen das. Und der Name Marathonlauf kommt daher, dass 490 vor Christi war eine große Schlacht, die Griechen gegen die Perser. Das war im Osten von Griechen. Der Landstrich heißt Attika. Ja. Und der hat auf einem riesen Fenchelfeld stattgefunden. Und Fenchelfeld heißt gleich Marathon. Und als die Schlacht gewonnen war, haben sie zu einem gesagt, der noch ein bisschen gut beieinander war, haben gesagt, du pass auf, geh, du läufst jetzt nach Athen und sagst ihnen gleich, wir sollen eine Flasche aufmachen, weil wir haben die Schlacht gewonnen. Dann sagt er, ist okay, ist dann losgedüst wie ein Irrer und ist diese 42 Kilometer in einem Stück durchgelaufen. Und da kommt der Name Marathon her. Der ist also ziemlich alt. Gell? Der hat übrigens dann einen Schlickerl getrunken und das war's dann für ihn, weil es ja doch ein bisschen zu lang war. Gell? Da so ganz leicht brate ich den jetzt an. Gut. Dass er halt ein bisschen Farbe hat. Und wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass er schnell genug weich wird oder dass es zu heiß raufgeht, dann ist jetzt ein bisschen Flüssigkeit. Und jetzt dämpft er praktisch in der Flüssigkeit und dann ist er ratzfatz fertig und hat seine Persönlichkeit bewahrt. Ich mache jetzt den Joghurt, und zwar Minze passt ja wunderbar zu Lamm. Nimm da ein paar Blattl her, schneide die in kleine Streifen oder Würfel. Und wenn der Stiel noch ganz oben ist, unten ist er jetzt härter, dann nehmen Sie bitte den Stiel mit, weil da ist am meisten Aroma drin. Nein, das ist gut. Natürlich lassen wir ihn begleiten von ein bisschen einer Zitrone, nicht viel, und ein bisschen Orange. Aber dominant, werden Sie sehen, ist jetzt die Minze. Etwas Zucker, ein bisschen Chilisalz, ganz eine kleine Prise Muskat. Fertig. Jetzt wird er umgerührt. Ah, wunderbar. Drei Gole probieren, weiß ich schon, der schmeckt. Der schmeckt. Die Minze, diese frische Minze, wow. Die marokkanische Minze. Das ist auch für den Tee übrigens sehr gut, marokkanische Minze. Probieren trotzdem. Ja. Die Orange, diese Orange, die Zitrone in Verbindung mit der Minze, das ist es. Sehen wir es einmal da her und machen wir unseren Couscous ready. Oh, schau noch, so muss er sein. Und jetzt wird er verfeinert. Ein bisschen Granatäpfel, etwas geröstete Mandeln, dann haben wir Pistazien. Die können Sie ein bisschen hacken, wenn Sie wollen, aber ich finde das sehr schön, wenn man so ganz kleine Kugel hat und dann kommt was daher, was ein bisschen größer ist. Und diese Aprikosen, die lege ich jetzt noch ganz kurz da ein, da schauen Sie her, das ist schon wieder weg. Die machen wir nur noch schön lauwarm. Wenn Sie frische Aprikosen haben, nehmen Sie frische her. Ist klar, jetzt würde ich sagen, richten wir es an. Einmal noch probiert. Ja, das merkt man, gell? Ich hab's ja vorher probiert. War es neutral. Und zack, ist das Gewürz dort. Jetzt sind wir in einem anderen Land. In diesem Mal sind wir eben in Marokko. Und das schmeckt super.
Jetzt kommt's her, meine vorgewärmte Tagine. Jetzt werden Sie sagen, da hätte ich ein Kleid drin machen können. Natürlich, hätte ich schon gemacht, aber die hat einen Tonboden und ich habe hier Induktion. Aber Sie könnten das Gericht genauso gut da reingeben in den Ofen und da drinnen im Ofen fertig machen. Geht genauso. Ich richte es jetzt an. Wunderbar. Da sieht man schon, dass das Fleisch butterweich ist. Jetzt komme ich mit meinem Fenchel. Da noch ein bisschen was. Ja, boah, das ist ja noch heiß vielleicht. Du. So. Mandelblatterl. Schauen Sie einmal diese wunderschöne Lammtaschine an. Super schaut die aus. Jetzt stellen Sie sich vor. Sie kommen aus der Küche raus. So stellen die auf den Tisch hin. Deckel runter. Dann sagt jeder, wow, ja sag einmal, hast du das gemacht? Ja klar, nach dem Rezept vom Schubeck. Ah ja dann probieren wir es doch gleich einmal. Und ich sag Ihnen, das gelingt Ihnen auf Anhieb und Sie sind begeistert, dass Sie so gut orientalisch kochen können, wussten Sie vorher nicht.